Hallo, ich bin Johann, einer von 30.000 Studierenden an der Uni Göttingen. Ich möchte, dass die Welt ein schöner Ort bleibt, an dem alle gut leben können. Und deshalb interessiere ich mich für Themen, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Und heute geht's um Fischkonsum. Jedes Jahr werden weltweit 150 Millionen Tonnen Fisch produziert. Ein Großteil stammt mittlerweile aus der Aquakultur. Aber was fressen diese Fische? Die Antwort ist einfach. Meistens fressen sie Fischmehl, das wiederum aus Fisch besteht. Aquakultur kann also indirekt zur Überfischung beitragen. Mehr noch, einige Stimmen behaupten, sie sei sogar die Triebfeder dafür. Aber warum können wir den Fischen nicht was anderes zu essen geben? Ich besuche heute ein Projekt der Uni Göttingen, das versucht, die Familie der Regenbogenforellen zu finden, die mit alternativen Futtermitteln besonders gut klarkommt. Was ist das Problem mit dem Fischmehl? Das Fischmehl an sich ist eigentlich kein Problem, sondern es ist halt einfach in dem Maße, wie es benutzt wird. Weil wir halt eine sehr hohe Aquakulturproduktion haben, ist es ein Problem. Mit steigendem Anteil von Aquakulturproduktion wird diese Nachfrage nach dem Fischmehl immer höher und man schöpft immer mehr ab. Normalerweise könnte man sagen, es ist eine nachwachsende Ressource. Wenn man das wirklich nachhaltig bewirtschaften würde, dann wäre vielleicht die Problematik gar nicht so groß. Ihr habt hier ein Forschungsprojekt am Start. Was macht ihr da denn? Der Kern dieses Projektes ist es, dass wir eine nachhaltige Intensivierung der Aquakultur von Regenbogenforellen in Deutschland erreichen wollen. Weil es ist so, dass wir eine enorme Nachfrage haben. Regenbogenforellen ist ein regional produziertes und sehr hochwertiges Lebensmittel, aber ist halt mit den schon angesprochenen Problematiken verbunden. Und in meinem Arbeitsprojekt, jetzt im Speziellen von der Abteilung Aquakultur, geht es darum, dass wir hier unterschiedliche, ich nenne es mal Genetiken von Regenbogenforellen haben. Und unsere Hypothese ist, dass diese unterschiedlichen Linien unterschiedlich gut mit alternativen Proteinen klarkommen. Mhm. Da haben wir halt einmal drei unterschiedliche Versuchsdiäten. Wir haben einmal Kontrollfuttermittel, wo der übliche Anteil von Fischmehl drin ist als Proteinquelle. Wir haben Insektenmehl und wir benutzen Mikroalgenmehl. Das ist von der Spirulina-Alge. Und wo bist du da am optimistischsten? Ich hoffe, dass ich Wissenschaftler genug bin, um da einfach neutral zu sein. Da müssen wir die Ergebnisse abwarten. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass es gute Alternativen gibt, weil es ist, glaube ich, für alle beteiligte Lager, außer, sag ich jetzt mal, die Fischmehlindustrie, wünschenswert, Alternativen möglich zu haben. Der so produzierte Fisch schmeckt übrigens ziemlich gut. Da man solche Forellen allerdings noch nicht im Laden kaufen kann, habe ich eine andere Idee. Ich fange jetzt einen pflanzenfressenden Fisch, den ich mir nachher schön in die Pfanne werfe. Ah, da hat was angebissen! Ah. Oh. Übrigens, unsere Meere vor Überfischung zu schützen, ist auch Teil der Sustainable Development Goals. Diese Ziele wurden von den Vereinten Nationen entwickelt, um eine nachhaltige Entwicklung des Planeten zu ermöglichen. Machst du auch mit?